Ja, Anthropomatik ist die Wissenschaft der Symbiose von Mensch und Maschine und Technik. Dazu gehört zum einen das Verstehen des Menschen, die Motorik, die Steuerung, die Regelung des Menschen, aber auch die Modellierung der Sinne des Menschen und die Interaktion mit der Umgebung. Und auf der anderen Seite, Robotik ist Automation, das heißt Maschinen zu bauen, die mit dem Menschen dann entsprechend interagieren können. Ja, das ist ein sehr breites Gebiet. Man würde bei der Biologie anfangen, das heißt also die Physiologie des Menschen, die Aktoren, die Sensoren, auch das Gehirn versuchen zu verstehen. Dann kommt die informatikspezifische Seite, wie kann intelligentes Verhalten modelliert werden, wie kann die Umgebung, die Sinne des Menschen durch Sensoren modelliert werden, realisiert werden. Dann die Verarbeitung der Sensordaten und die Interpretation der Sensordaten. Und daneben die Frage, wie können Systeme daraus gebaut werden, sensorische Systeme. Das ist also die Erfassung der Umwelt. Dann die Sensoren, die auf den Menschen zugeschnitten sind, das Sprachverstehen, die visuellen Sinne, die Haptik, das Richtungshören, dann die Motorik, Koordination im Raum und dann aber auch die Interaktion mit dem Menschen direkt. Ein weiteres Gebiet wären jetzt Komponenten, die den Menschen unterstützen, also Fehlfunktionen oder abnehmende oder gestörte Funktionen zu ersetzen. Das heißt also Prothesen zum Beispiel, Orthesen oder Unterstützungshilfen, um beispielsweise defekte Sensoren zu kompensieren, also Sehhilfen, Hörhilfen, Tasthilfen, die einzusetzen sind. Dann kommt die Automation dazu, das wäre jetzt die Industrierobotik. Auch hier ist die Mensch-Maschine-Schnittstelle im Bereich eines Begleiters, eines Arbeiters, also ein Human Companion zu modellieren. Das heißt Hilfreichungen in der Produktion. Das können Service-Roboter sein, das können Industrieroboter sein. Das wäre also der Bereich Automation. Und dann kommt der Bereich Medizintechnik dazu. Das heißt, hier Sensoren und Systeme zu entwickeln, die für therapeutische Zwecke, für die Chirurgie oder für Rehabilitationsprogramme vorgesehen sind. Ein weiteres Thema wäre noch das Thema technische Kognition, kognitive Systeme, bei der zum Beispiel Biosignale verarbeitet werden. Das können Hirnsignale, EEGs, EMGs oder auch andere Signale des Menschen sein, die an der Mensch-Maschine-Schnittstelle eine Rolle spielen. Also im Wesentlichen sind es vier Disziplinen, die hier zusammenarbeiten. Das ist die Informatik, das ist der Maschinenbau, das ist die Elektrotechnik und Informationsverarbeitung, dann die Lebenswissenschaften, die Sportwissenschaften, die hier eng zusammenarbeiten. Zukünftig ist geplant, auch mit Werkstoffkundlern zusammenzuarbeiten, um leichtere Werkstoffe, bessere Aktoren, neue Sensoren mit Hilfe der Mikro- und Nanotechnologie zu entwickeln. Ich denke, am KIT haben wir hier ein sehr breites Potenzial und werden mit den Kollegen und Kolleginnen in Zukunft zusammenarbeiten. Schwerpunkt Anthropomatik und Robotik hat auch assoziierte Partner. Zunächst mal das Fraunhofer Institut, IOSB, das Forschungszentrum Informatik. Dann haben wir das Zentrum für sehgeschädigte Studierende, das Städtische Klinikum und Interact als internationales Netzwerk, in dem wir mit anthropomatiknahen Instituten weltweit zusammenarbeiten, zum Zwecke der Forschung, zum Zwecke der Ausbildung, der Lehre. Und dann aber auch Doktoranden, Postdoktoranden und Vorlesungen auszutauschen. Geplant ist in Zukunft ein Studiengang mit Schwerpunkt Anthropomatik und Robotik, wobei wir bemüht sind, einen Masterstudiengang, eventuell auch Promotionsstudiengänge in der Zukunft mit internationalen Universitäten zu realisieren. Ja gut, ich denke, dass es in der Anthropomatik Schlüsselfragen geklärt werden. Wie ist die Koexistenz zwischen Menschen und Maschinen? Sei es jetzt in der Produktion, in öffentlichen Bereichen, sei es im privaten Bereich. Wenn man die demoskopische Entwicklung hinzunimmt, haben wir einen größeren Anteil an älteren Menschen,
die auch mit der Technik interagieren werden oder auch müssen. Und hier sind sinnvolle Lösungen zu finden.